Flo, wieder eine unglaubliche Partie, unglaubliche Aufholjagd. Wie hast du von hinten gesehen? Ja, wir sind leider wieder, so wie die letzten Spiele, mit einem Rückstand oder schnell in den Rückstand geraten. Und ja, sind wieder in den Rückstand nachgelaufen, haben die Partie zum Schluss wieder gedreht. Unglaubliche Moral, unglaublicher Kampfgeist und Wille, zumindest noch einen Punkt zu holen. Wie schön war es, wieder mal in einem Pflichtspiel zwischen den Kassen zu stehen? Natürlich ein Traum für mich, wieder mal in der ersten Liga zu spielen. Ist jetzt mein zweites erste Ligaspiel und ja, war natürlich ein schönes Erlebnis. Und ein Arbeitstag, der gar nicht so brutal war, wie vielleicht erwartet? Ja, wir haben hinten nicht sehr viel zulassen, haben relativ viel hoch ausspielen müssen, weil sie immer gut zugestellt haben. Das war eher das Hauptproblem. Sonst chancentechnisch hat die Verteidigung sehr gut gearbeitet und ja, wie gesagt, haben wir nicht sehr viel zulassen. Danke, Feste. Mandy, eine weitere unglaubliche Partie. Was sagst du dazu? Ja, Wahnsinn. Also es ist, muss für den ganzen TSV Hartberg, für die ganzen Fans immer wieder ein Wahnsinn sein, nach 2-0 Rückstand so zurückkommen und dann noch in der, weiß nicht, 94. den Ausgleich machen. Ist, glaube ich, für jeden einzelnen Zuschauer, für uns Spieler ein unglaubliches Erlebnis. Du warst heute selbst sehr engagiert, drehender Angelpunkt im Angriffsspiel. Eventuell Elferfoul zu Beginn, Torvorlage, ballsicher. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Ja, sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich habe mich vom letzten Spiel sehr weiterentwickelt, was ich in Wiener Neustadt, das war nicht so gut, hat mir nicht gepasst. Und ich bin froh, dass mir der Trainer wieder das Vertrauen gegeben hat und dass ich ihm sagen habe können, was für Qualität, dass ich mitbringen kann, wie ich der Mannschaft helfen kann. Und, natürlich mit einem Assist bedanke ich mich dafür, dass der Trainer mir Vertrauen gibt. Super, danke. Chris, die Heimserie wieder fortgesetzt, wieder ein später Treffer. Einfach wunderschön, oder? Ja, es ist wunderschön. Wenn das dreimal in einer Woche passiert, ist natürlich auch ja, unglaublich eigentlich schon, dass wir einfach immer wieder zurückkommen. Eigentlich war die Partie mit 2-0, haben viele hier geglaubt, dass einfach nichts mehr zu holen ist gegen eine so starke Riedermannschaft. Aber die Mannschaft hat wieder Moral bewiesen, zeigt einfach, dass sie bis zur letzten Sekunde um einen Punktegewinn fightet. Und ja, bin richtig stolz auf die Truppe und war wirklich wieder eine tolle Leistung heute. Wir hätten sogar mit 1-0 in Führung gehen können. Dani Kremsl mit der 1000%igen Torschance. Ja, genau, ich habe das auch so gesehen. Wir haben sehr gut begonnen. Ich denke, davor war noch eine Elfmetersituation bei Manfred Fischer, gleich nach 4-5 Minuten. Und dann war die 1000er-Chance von Dani. Und ja, kann man in Führung gehen, aber wir waren super drin im Spiel, haben Ried volle Parole geboten und sind dann einfach durch den Gegentreffer dann aus dem Rhythmus gekommen. Und den haben wir dann bis zur Pause nicht mehr gefunden. Und ja, war dann einfach schwer wieder zurückgekommen, aber ja, die Mannschaft hat wieder bewiesen, dass sie das kann. Der Freistoßtreffer zum 1-0, da ging ein Zweikampf mit Moisburger zuvor. Muss man nicht unbedingt pfeifen, oder? Nein, ich glaube, ich habe es jetzt im Fernsehen auch gesehen. Er geht zum Ball, ist natürlich eine Bewegung mit den Händen dabei, aber ich glaube, in einer Liga wie England ist das niemals ein Foul. Und jetzt Montag, das nächste Spiel gegen Innsbruck. Wie schaffen wir es, dass wir wieder topfit sind? Ja, der Spielplan, der fordert uns natürlich und ja, wir haben glaube ich einen sehr gut ausgeglichenen Kader und den werden wir einfach komplett nützen und wir werden am Montag wieder eine Mannschaft aufstellen, die absolut Parole bieten kann und fähig sein wird, endlich wieder mal auch einen Dreier einzufahren. Danke.